Hallo, ich bin wieder da. Und ich habe den nächsten Tag hier begonnen. Und ja, wir hören uns gerade mal so ein paar Worte an zur heutigen Schichteinteilung. Das gleiche wie immer, er hat wahrscheinlich wieder keine Zeit. Ich kriege einen TLF 5. Das dürfte das Fahrzeug mit der Löschkanone unten an der Stoßstange sein. Ja, schönen guten Tag auch. Und ich bin weg. Unten. Tralala, hier. 5. Tür. Nein, ich wollte doch erst das Tor aufmachen. Menu. So, wie sieht unser Auto von außen aus? Brauchen wir gar nichts machen. Er ist richtig sauber. Sind wir definitiv nicht mitgefahren. So, ist er da? Ah, ja. Mac Zombie ist da. Ah! Ja, super. Tanken müssen wir nicht. Der Wassertank ist auch gut gefüllt. Ja. So. Was machen wir denn jetzt am besten mal? Eigentlich ist es ja Blödsinn, ich jetzt hier so durch die Gegend zu gurken. Ich würde mich ja jetzt ganz gerne noch ein bisschen hinlegen. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass die Schlafräume ganz oben sind. Mensch, geh mir aus dem Licht. Aber die haben irgendwie alle keinen Bock zu arbeiten. Oh, ich gehe einen langen Gang entlang. Ich sehe das Licht. Ich sehe mein Bett. So. Gut, das Einzige, was wir jetzt gespart haben, sind 4 Stunden. Treppe da. Ich finde dieses Glas faszinierend. Hallo. Ja, hallo. Nicht perfekt eingepackt. Kuckuck. Er sitzt den ganzen Tag da drin. Machst du auch mal was anderes? Jetzt wird's schon dunkel. Wofür bin ich eigentlich zur Arbeit gekommen? Jeder normale Büromensch wäre inzwischen zu Hause. 8 bis 16 Uhr. Na, sagen wir mal 8 bis 17 Uhr. Das geht ja auch noch. Aber hier unser einer. Der darf von 8 bis 8 arbeiten, wenn er denn mal arbeiten darf. Langweilig. Och je. Na, wenigstens haben wir Licht. Das ist doch unglaublich. Aber es ist schon schön, was man mit diesen ganzen Fahrzeugen machen kann. Also die fahren sich alle gleich, nur die Beschleunigung ist unterschiedlich. Aber egal, ob ich jetzt diesen kleinen Golf fahre oder das Einsatzleitfahrzeug,
Oder ob ich mich in das TLF hier setze. Das ist vollkommen egal. Jetzt. Ich komm da gar nicht hinterher. Hallo? Darfst du so schnell fahren? 50, 50, 50. Gut. Ach, na, schon hier diese blöden Dinger. Na, was soll's. So, die Kollegen sind auch schon unterwegs. Wofür die immer mit ausrücken, ja. Tralleri und Trallera. Und warum bleibt ihr da stehen? Fahrt doch einfach weiter. Oh, Kollegen, ne. Toll, jetzt ist meine Windschutzscheibe total verdreckt. Ja, fahrt ihr mal da außen rum. Schön. Und deswegen darf ich jetzt hier meine Windschutzscheibe sauber machen. Obwohl, geht ja. Ah. Aber egal. Immerhin hatten wir was zu tun. So viele Flieger und nicht ein Mensch hier auf dem Flughafen. Und da ein einsames kleines Follow Me wahrscheinlich. Bist du ein Follow Me? Follow Me? Nee, bist du nicht. Bist du? Bist ein anderes Auto. Wow. Ja. Boah, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte die Karre sauber machen. Steck aus. Hände hoch, ich hab einen Hochdruckreiniger. Tja, ob das jetzt so viel Sinn macht, nachts das Auto zu waschen, wenn wir eh nicht sehen, wie schmutzig die Karre ist. Ist er kaputt? Darf ich auch nicht ohne Grund dran rumschrauben? Das ist keine Tuning-Werkstatt. Dürfte man sich alles schon anhören. So. Fünf sauber machen, ja. Reicht. Hallo. Ja, hallo. Schnapp dir mal einen Lederlappen und dann hier Scheiben sauber machen. Das hast du nicht gehört, ne? Schnell umdrehen. Hallo. 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 Ja, geh mal lieber, genau. Was hast du uns denn zu erzählen? Na komm. Ja, schön. Da ist ja noch einer. Hallo? Hallo? Hey, ich rede mit dir. Ganz schön arrogantes Pack, das hier rumläuft, ne? Ah! So, schaut mal auf die Uhr, es ist nach drei.
Ich würde jetzt ja nochmal wetten, dass irgendwann gegen... Alles klar. Zwischen 6 und 7 Einsatz kommt. Was haben wir denn da? Rauchentwicklung. Ach, das ist ja zum Glück nicht so weit weg. Einmal schnell das Fahrwerk löschen. Wer kommt denn noch alles? Sind denn nicht so viele? Ach. So. Wasser am Arsch! So, super. Die sind noch nicht mal alle angerückt, da bin ich hier schon fertig. Na, ich wupp den ganzen Krempel hier alleine. Pappnasen, das ist so ein Verein hier. Also, Luftkanonen einfahren. So, jetzt aber bitte nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Ach, das ist ein Bus! Das sah ja so aus, als wenn der hier auch irgendwelche Warnleuchten hat, aber eher so nach amerikanischem Vorbild. So, ich bin der Meinung, die andere Schicht kann einparken, weil ich habe da jetzt gar keine Lust zu. Ich stehe jetzt einfach mal fast 2 Stunden an der Stempeluhr. Hallo? Hallo? Morgen. Ja. Ja. Sowas möchte ich auch mal wirklich machen. Immer nur vorstellst du, was das Feierabend wird. Ja, 1000 Leute laufen um dich rum. Es interessiert aber auch keinen, weil die alle selber nichts machen. Das ist faszinierend. Ja, ich glaube, selbst die Kaffeeautomaten da drüben sind produktiver als dieses ganze Gebäude hier, die mit und so. Na ja, ihr wisst, was ich meine. Nein! Ich krieg's kotzen. Alter, kurz vor Feierabend. Ihr habt doch alle schlecht gefrühstückt, oder? Ihr habt noch gar nicht gefrühstückt. Wenn es recht heißt, wo fahren die denn lang? Ach, die fahren da lang. Dann machen wir das doch auch mal. Ah, weg damit. Ist es nicht eigentlich auch ein bisschen unlogisch, dass das Blaulicht so extrem auf dem Lenkrad reflektiert, wo das doch über uns sitzt? Denn da vorbeigefahren? Das muss doch in dem. Mit Sicherheit. Da, genau. Nicht auf. Aber wenigstens der Rettungswagen steht so halbwegs vernünftig. Den brauchen wir jetzt ja noch. Denn. Da liegt ja unser Freund. Das ist aber jedes Mal die Trompete oben drauf auszumachen. So. Komm her, Fritz. Ihr braucht euch alle nicht bewegen. Ich mach das schon. Und den Berliner Flughafen, den BER, den baue ich auch noch alleine. So, weg mit dir. Ich gehe nicht davon aus, dass ich noch rechtzeitig zurück zur Wache komme.
Ne, jetzt eh nicht mehr. Schön, dass meine Kollegen auch immer auf mich warten. Krieg ich die Überstunden eigentlich bezahlt? Ich meine, es sind schon wieder 4. Ist ja nicht das erste Mal, ne? Ich sehe die Wache schon, ich sehe sie schon, ich bin in Reichweite. Nein! Ja, dann bleiben wir auch hier stehen, mir doch egal. So, wir brauchen nur 925 Punkte, um den nächsten Rang zu erreichen. Juhu. Wir sind Oberfeuerwehrmann. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob das in der nächsten Folge machbar ist. Schauen wir mal. Das Problem ist, ich möchte ja unbedingt diesen Rosenberger Panther fahren. Davor kommt aber dummerweise noch das Gerätefahrzeug Messtechnik und dann kommt auch noch dieser komische LKW mit dem absetzbaren Container. Da ich nicht so wirklich Ahnung habe, was das sein soll, da ich mich mit Feuerwehr nicht gut auskenne, kann ich auch nicht sagen, wie das Ding heißt. Danach dann noch die Drehleiter, also ich schätze mal, das Ganze wird hier Minimum 25 Folgen haben. Dann wird jetzt auch entweder heute oder morgen der Polizeisimulator nochmal bei mir starten. Das Ganze, ja, ach, schaut's euch doch einfach an. Entweder sucht ihr das Ding in der Beschreibung oder aber ich verlinke das noch in der Endcard. Ich werde es mal sehen. Ja, gut. Gucken wir mal, was bei der nächsten Folge passiert. Ob wir befördert werden, ob ich mal wieder einen Flugzeugbrand bekomme, den ich nicht lösen kann. Ja, bis demnächst. Ciao.